Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Titan Quest, Episode 44 auf Episch. Da habe ich jetzt gerade den Faden verloren, ihr habt es gemerkt. So, wir stehen hier am gefrorenen Fluss oder beziehungsweise in dem Gebiet, das so heißt. Und theoretisch müsste ich jetzt diesen Teil hier noch erkunden. Wir haben in der letzten Folge ja leider ein paar Probleme gehabt hier im Birkenwald. Ich hoffe, dass heute alles reibungslos läuft. Ich buff mich hier schnell einmal wieder durch, bevor es jetzt gleich losgeht. So, und dann würde ich sagen, machen wir noch die Höhlen da hinten. Weil ich mag keine unerledigten Dinge, unerledigte Sachen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ah, hier macht wieder jemand ordentlich Schaden. Nur nicht wir. Komm her hier. So. Schneelandschaft mag ich eigentlich im Spiel hier gar nicht. Das ist immer so ein bisschen... ja, eintönig, möchte ich fast schon sagen. Da haben wir eine königliche Truhe. Mal schauen. Ob wir was Besonderes ziehen, wollte ich gerade sagen. Nein, ob hier was Schönes rauskommt. Wir sind ja jetzt hier gerade nicht beim Sammelkarten-Opening. So, ich weiß jetzt nicht genau... ich glaube, hier war eine Höhle, ne? Ach, die schon wieder. Oh, Mann. Die sind tatsächlich meine Achillesferse, ne? Habe ich das schon mal erwähnt? Wasser und Blitz ist ganz, ganz, ganz schlimm bei mir. So, da haben wir die Höhle. Genau, die müssen wir auf jeden Fall noch machen. Alles andere hatten wir eigentlich erkundet gehabt. Auch wenn es vielleicht nicht in einem Stück war. Oder waren wir hier schon drin? Nee, ne? Hier entzieht mir schon wieder irgendwas Mana. Spiralring des Fischadlers. Ja, wir müssen auch wieder an die Kisten denken mit dem Elektro, mit der Elektrofalle. Oh ja, hier, das auch schon. Au, 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 au. Nein, 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 komm. Ach Mann, ey. Ich hasse das immer, wenn mein Mana so runter ist, dass meine Buffs dann auch deaktiviert werden, ne? Das ist schon wieder hier der Fall, auf null. Warum? Irgendeiner... och je, komm schon. Mann, die Folge hat gerade erst angefangen. Noch nicht mal 5 Minuten und ich bin schon das erste Mal gestorben hier. Aber ja. Wie viele Tode haben wir denn jetzt eigentlich mittlerweile kassiert hier? 225. Nicht schön. Absolut nicht schön. Eigentlich wollte ich gerade was anderes gucken. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was. Ja, ich gehe jetzt noch den zweiten Weg da unten. Ich will noch ein paar Erfahrungspunkte... oh, 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 oh. Ein paar Erfahrungspunkte mitnehmen. Geas Hand, arkane Formel. Gucken wir gleich mal.
Aber ich glaube, die haben wir schon mal eingesammelt. Das ist jetzt nichts Neues. Benötigte Reagenzien Bloodlied und Jade-Idol und Verkörperung von Hektors Schatten. Das haben wir. 13% Elementarschäden plus 25% Verteidigungsqualität, 15% Wahrscheinlichkeit, geschossen auszuweichen, minus 9% Energiekosten und plus 1 auf alle Fähigkeiten der Naturmeisterschaft. Ja. Ach, jetzt weiß ich, was ich gucken wollte. Und zwar, wie viel Elektrum wir schon angesammelt haben. 1 Million. Wir haben die 1 Million Elektrum-Marke geknackt. Da bin ich jetzt mal neugierig. Reicht das nicht sogar schon für alle Kugeln? Ich habe tatsächlich jetzt gerade keine Vorstellung davon, wie viel die kosten. Aber die Hälfte können wir doch bestimmt öffnen. Da ist wieder so ein... Nein, 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 nochmal! Jetzt habe ich nicht mal geschafft, meinen alten Grabstein einzusammeln. Verdammt! Mann, ey! Ja, ich bin auch selber schuld. Ich musste ja hier unten lang laufen. Ist natürlich aus dem Vorhaben, noch ein paar Erfahrungspunkte zu sammeln, genau das Gegenteil rausgekommen. So, erstmal du hier mit dem Stab. Du bist... richtig mies. Grabstein. Wenn wir den haben, dann können wir... Oh, da ist noch eine königliche Truhe. Stand die eben schon da? Nee, die war doch eben noch nicht da, oder? 100.000 Erfahrungspunkte zurückgewonnen. Die schwebt so ein bisschen in der Luft. Vielleicht bringt das ja Glück. Naja. Nitrek-Bogen des Verzehrens. So. Jetzt sind wir gleich wieder in der Höhle. Was hat mich hier eigentlich gekillt? War der das? Au! Ach Mann! Nee. Oder? Hä, das gibt's doch nicht. Was ist denn los hier? Ja, es ist blamabel, so oft zu sterben. Aber ich habe die Flüche aktiv, ne? Also für alle, die jetzt erst einschalten hier und das belächeln. Normalerweise ist das Spiel nicht so bockschwer. So, jetzt aber. Komm. Phalanx? Nee, vielleicht sollten wir auch hier unseren Außenseiter beschwören, ne? Das gibt es doch nicht. Mann, was ist mit meinem Mana? Ich kann überhaupt nichts machen hier. Meine Begleiter sind auch schon wieder tot. So, jetzt aber. Och, Mann, ey. Kriege ich einen Hals? Hat das was gebracht eigentlich, die Phalanx? Es muss ein richtig ekelhafter Schaden sein. Ich wollte eigentlich hier an der Stelle schon längst weg sein. Ich wollte doch bloß die Höhle da noch erkunden, weil wir das in der letzten Folge nämlich nicht geschafft haben. Und dann wollte ich mit euch schon längst weiter Richtung Norden. Ja, komm, ey.
klingt das natürlich bestimmt gleich ab, wenn ich hier drin bin. Oh. Da ist doch irgendwas... Das sind doch keine normalen Gegner hier, das kannst du mir doch nicht erzählen. Draugerkönig steht jetzt da. Macht abartig viel Schaden. Oh ja. Ja, das ist er. Also, davon waren ja jetzt ein paar mehr gerade hier, ne? Also, das ist echt, echt heftig. Oh, da ist noch einer. Shit. Mann, das gibt's doch nicht. Was sind das für scheiß Gegner? Bin ich aber auch hartnäckig. Also ich hasse es, ne? Wir müssen das doch irgendwann mal schaffen hier. Kann doch nicht sein. Das ist so der Punkt, da fängt man tatsächlich an, dieses Spiel zu hassen. Obwohl man bisher im Let's Play echt Spaß gehabt hat. So, und der Typ hat unter Garantie wieder volle Leben. Sag ich ja. Schaffen die das alleine? Okay, einer. Ah, Mist, jetzt ist das wieder... War das noch einer, ne? Ja. Ah, das... Du kannst dich nicht mal heilen mit einem Skill, weil der dir das Mana so runterhaut. Mann, so ein Scheiß hier. Ehrlich. Poppt hier schon wieder die Hilfe auf. Ich weiß gar nicht warum. War das so eine richtige Hassfolge jetzt hier schon? 13 Minuten und bisher nur gestorben. 230 Tode. Ich weiß gar nicht, bei wie viel waren wir vorhin? 225? Ich hier auch noch einen falschen Weg. Weil ich so gefrustet bin. Mehr, du Sau. Ist er tot? Das war bestimmt nicht der letzte hier. Doch. Mann, und dann nicht mal irgendwas Besonderes drin in dieser Höhle, ne? Es hat sich eigentlich überhaupt nicht gelohnt. Wir haben so viel Tode kassiert. Und mehr verloren, als wir jetzt gewonnen haben. Die ganzen Erfahrungspunkte, die flöten gegangen sind. Also... So, gut. Dann können wir das olle Gebiet jetzt hier, glaube ich, auch hinter uns lassen. Wir gehen jetzt da nach oben. Schauen, was uns da erwartet. Ich ahne Schlimmes. Ich ahne wirklich Schlimmes.
Oh Mann, ey. Ach, es gibt's doch nicht. Ich glaube, die Folge nenne ich die Frustfolge. Weil ich hier nur am Sterben bin. Hauptaufgabe aktualisiert, Skanzer wird belagert. Ah. Okay, komm her. Mann, du visier den doch mal an, du Idiot. Also. Den hätten wir. Was, der hat eine goldene Kugel hinterlassen? Und wieder nichts Besonderes, ne? Plus 2 auf alle Fähigkeiten der Verteidigungsmeisterschaft und plus 73% Gesundheitsregeneration. Ja. Dafür werde ich aber bestimmt nicht... Dein Gepäck nicht ist voll. Dafür werde ich aber bestimmt nicht die Tore der Hölle aufgeben. Gehen wir mal nach Heuneburg. Da weiß ich, dass wir da auch einen Karawanenhändler haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei Skanzer auch der Fall war. Nein! Oh, das... So, stehen hier wieder... am gefrorenen Fluss. Vielleicht soll ich mal speichern? Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Ich hoffe, dass wir den goldenen Eber jetzt nicht... Ja doch, den werden wir nochmal besiegen müssen. Der ist unter Garantie wieder da. Bärenreiterbeinlinge. Aber die können wir nicht einsammeln, weil... Doch, können wir. Aber wir müssen ja jetzt auch erstmal zurück in die Stadt, ne? Wir wollten ja eigentlich verkaufen. Das habe ich schon wieder völlig vergessen. So. Sei gegrüßt, Fremder. Ich passe auf diese Waren auf, bis mein Meister... Ja, komm, sag es nicht. Sag es nicht. Kann ich dich für etwas interessieren? So, das ist für die Truhe. Bis dann. Zustellung in alle keltischen Länder. Bis dann. Achso, wir brauchen ja noch ein paar Heiltränke, ne? Ich habe ja jetzt hier schon wieder ein bisschen was verballert. Möge Sukellus dir beistehen, Fremder. So. Ach ja, da oben ist ja wieder dieser ekelhafte Magier. Jetzt haben wir bestimmt wieder den goldenen Eber. Ja, da ist er. Na, das wollte ich nicht.
Die Phalanx steht diesmal gut. Die hat ihn nämlich auch ordentlich bearbeitet. Epische Wildschweinhaut. So, vielleicht kriegen wir jetzt als Entschädigung was Besonderes. Natürlich nicht. Mann. Monströser Söldnerbogen der Agonie. Da können wir ja mal schauen, ob der besser ist als meine Fernkampfwaffe hier. Um Himmels Willen. Wie kannst du es wagen, meinen Eber zu töten und diesen Ort zu entweihen, Fremder? Weißt du denn nicht, dass er den Asen gehört? Deine Freundin ist nicht hier. Nicht, dass es für dich noch von Bedeutung wäre, denn du hast dein Leben verwirkt. Der Faden deines Schicksals endet hier. Krieger von Volkwang, zum Angriff! Ja, schick deine Krieger ruhig. Mit denen werde ich fertig. So, da ist der zerbrochene Speer. Ich hab's geahnt. Das ist auch echt beschiss, ne? Da denkst du, hier erwartet dich eine Belohnung. Und dann wirst du gekillt, wenn du die Truhe öffnest. So. Ab nach Skansa. König Gilfis Fest, Siedlung war das ja, ne? Genau, er hat, gut, da haben wir auch einen Karawanentreiber. Ich sag immer Händler. Ach, Gott sei Dank, ich schwitze jedes Mal, wenn wir ein Portal benutzen hier. Bisschen Platz haben wir ja noch. Willkommen, Fremde. Schau dir unseren Laden an. Mein Vater ist der beste Schmied in der Stadt. Nirgendwo findest du schärfere Klingen. Ihr Speer? Oh, sie war also dort. Aber jetzt nicht mehr? Dann haben sie sie wohl mit zurück in ihr Reich genommen. Nach Asgard. Wie können sie es wagen? Oh, Ylva. Was ist das? Essenz der Macht von Nertus. Kein Mensch, nicht einmal du, kann ihnen vom Schrein aus nach Asgard folgen. Und selbst wenn du es könntest, wäre es extrem gefährlich. Du redest davon, die Heimat der Götter anzugreifen. Für jeden anderen wäre das völlig jenseits des Möglichen. Doch wenn du wirklich versuchen möchtest, sie zu retten, kenne ich einen anderen Weg. Der Legende nach lebte vor langer Zeit ein uraltes Volk in dem Gebiet, das wir die Schattenlande nennen. Dieses Volk schmiedete eine Verbindung zu anderen Welten tief im Inneren eines Berges. Eine Verbindung, die Sterbliche bereisen können. Seit langem hat niemand einen Dwerger gesehen. Manche sagen, sie seien alle an diese anderen Orte verschwunden, hätten aber Überreste ihrer Kultur zurückgelassen. Wenn also jemand dieses Portal finden kann, dann du. Ja. Nitzbald kann dich mit seinem Schiff dorthin bringen. Er kennt den Weg. Falls er meckert, sag ihm, dass er ein fauler Nichtsnutz ist und ich es ihm befehle. Und bevor du gehst, nimm das. Die erste Verzauberung, die ich aus Nertus Mistelzweig hergestellt habe.
Die Magie einer Gottheit gegen die Götter. Mögen deine Waffen mit ihrer Macht brennen. Okay, was hat er mir denn jetzt gegeben? Ach so, hier das, ne? Was wir da aus der Truhe geholt haben. Gut, dann sollen wir jetzt mit dem Kapitän in die Schattenlande. Ich glaube ja nicht, dass er davon begeistert ist, da hinzureisen. Er wollte auch noch Tannenzapfen-Schnaps, ne? Haben wir auch noch nicht. Aber okay. Ich aktiviere mal den Schrein, wollte ich gerade sagen. Nein, den Brunnen. Sicher ist sicher. Dann speichere ich hier gleich nochmal. Hast du meinen Tannenzapfen? Was? Was soll das heißen? Er hat es befohlen. Wirklich? Woher weiß ich denn, dass... Was? Bei Hell, das ist echt nicht nett. Schon gut, komm an Bord. Ja, dann aber los hier. Nach Kaupang reisen? Ja. Fischerdorf, Kaupange. So. Ja. Haben wir auch wieder ein bisschen Weg. Ei, willkommen. Fremde Krieger verirren sich nur selten in unser schönes Dorf. Was verschafft uns diese Ehre? Die Wurzel des Berges? Wie weißt du überhaupt davon? Ich weiß nichts von einer Verbindung. Aber es gibt ein Tor, das hineinführt. Einer meiner Vorfahren war ein Dwerger, weißt du? Er hat die Tür schön fest versiegelt. Und seitdem ist sie zu. Es ist lustig, dass du ausgerechnet jetzt danach fragst. Bis vor kurzem hätte ich gesagt, dass du dort nicht einmal hineinkommst, wenn du das Tor irgendwie erreichst, weil sie den Schlüsselstein fortgeworfen haben. Aber Eistein sagt, dass die Fischmänner letztes Jahr einen leuchtenden Gegenstand aus dem Fjord gezogen haben und seitdem wie verrückt danach sind. Das könnte etwas sein. Oder auch nicht. Jedenfalls glaube ich kaum, dass du hineinkommst, ohne den Schlüssel zu haben. Ja, schauen wir mal. Vielleicht ja doch. Friede sei mit dir, Fremder. Ich bin Valdis, die Sparkona. Ich bin zwar keine Magierin, doch ich bin mit der Gabe des Sehens gesegnet. Man könnte sagen, dass ich die spirituelle Führerin dieses Dorfes bin. Die meisten hier wissen sehr wenig über die Dwergerruinen. Nur, dass man sich lieber nicht hineinwagt. Ich versuche in Erfahrung zu bringen, was geschehen ist und warum sie sich hinter diesem Tor verschlossen haben. Ich habe Anzeichen von Leid gesehen, von Not und von Verrat. Und dennoch kann ich dir nicht viel sagen. Lediglich, dass Outhills Beschreibung des Tores zutreffend zu sein scheint und dass tatsächlich rastlose Dwergerseelen es bewachen. Ich kann es nicht riskieren, sie aufzusuchen, geschweige denn hineinzugehen. Du aber bist vielleicht dazu in der Lage. Wenn du dabei etwas findest, was uns mehr über ihre Geschichte lehren könnte, wäre ich sehr dankbar, davon zu hören. Alles klar. Hier waren ja auch die zänkischen Brüder. Wir hatten, ich weiß gar nicht, für welchen hatte ich mich eigentlich auf dem normalen entschieden. Mein Jord, wie ich diese verfluchten Fischmenschen hasse. Sie scheinen überall zu sein. Wo die herumschwimmen, kann man nicht in Frieden angeln. Aber essen kann man sie auch nicht, wenn sie im Netz landen, weil sie noch schlimmer schmecken, als sie riechen. Weil auf jeden Fall will ich mich in diesem Durchlauf für den anderen Bruder entscheiden. Halt deinen Mund. Nein, du hältst mal das Maul. Mein kleiner Bruder weigert sich, die einfache Tatsache hinzunehmen, dass ich älter bin als er und daher die Schmiede erbe. Ob ich dort nur Metallrüstung verkaufe oder auch schöne Gewänder, ist nicht seine Sache, sondern einzig und allein meine. Mein arroganter Bruder weigert sich, die Tatsache hinzunehmen, dass ich der bessere Waffenschmied bin, so wie es unser lieber Vater war.
Und dass der gewollt hätte, dass sein Lebenswerk fortgeführt und sein Wissen bewahrt wird, anstatt seine Schmiede in ein Kleidergeschäft zu verwandeln. Natürlich werde ich Ulfgrim für seinen Anteil entschädigen. Aber zunächst muss ich dekorieren und Material beschaffen, um den Laden zum Laufen zu bringen. In dieser Stadt wird dringend ein anständiger Händler benötigt. Und Ulfgrim braucht das Gold im Augenblick eh nicht. Ah, guck mal, ich habe eine unsichtbare Tasse. Er hat nicht einmal das Gold, um mir meinen Anteil auszuzahlen. Ich hätte genug, weil ich dafür geschuftet habe. So wie ich immer für alles arbeiten musste, was ihm einfach zugeflogen ist. Er hatte noch nie Respekt vor Regeln. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass die Schmiede rechtmäßig mir gehört. Trickbord will immer alles nur nach seiner Nase machen, weil er der Ältere ist. Aber wenn es um das Vermächtnis unseres Vaters geht, da hört es sich auf. Und es ist nicht so, als hätte mein Vater mir nichts beigebracht. Ich kann sein Wissen immer noch nutzen, um Rüstung zu fertigen. Ich ziehe es nur vor, keine Mordwerkzeuge herzustellen. Schmied zu sein ist nicht einfach nur ein Handwerk. Es ist heilig. Unsere Geheimnisse werden über Generationen hinweg gehütet, weil nur jemand, der gutes Eisen hat, sich auch verteidigen kann. Kannst du uns vielleicht helfen, das zu klären? Du weißt, dass ich recht habe. Kannst du mir hier mal aushelfen? Du weißt, dass ich recht habe. Gut, da haben wir die Streithähne mal komplett durchgehört. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was wir da machen mussten. Wenn du meinst, das Leben hier sei einfach, täuschst du dich. Wir haben zwar Fische, aber das ist auch das Einzige, wovon Freyr uns viel beschert hat. Ich bewirtschafte diesen kalten Boden, aber ich ernte nur wenig. Der Großteil unseres Essens kommt vom Handel mit Fellen. Okay. Ja, genau, das waren ja hier die Seerobben, ne? Ich hoffe natürlich, dass wir es trotzdem schaffen, das Spiel zu beenden. Trotz der Absturzprobleme, weil ich fand das jetzt gerade in den letzten Episoden doch sehr, sehr heftig. Kann ich nur hoffen, dass das an dem Gebiet lag vielleicht, weil ich wüsste sonst tatsächlich nicht, an was das liegen soll. Aber vielleicht kennt ja das auch jemand von euch, ne? Also, wenn ihr da eine Lösung habt, immer her damit. Ich habe ja auch eine Vermutung. Beim normalen Titan Quest früher war das so, da durfte ich nie mit geöffneter Karte rumlaufen. Wenn ich das gemacht habe, ist das Spiel auch abgeschmiert. Also das war wirklich so ein Fehler, den konnte ich damit auch reproduzieren. Ja, Karte öffnen und dann umherlaufen und irgendwann ist das Spiel abgeschmiert. Vielleicht ist ja das hier auch immer noch der Fall, ne? Weil ich habe die Karte ja relativ oft geöffnet. Vielleicht ist das immer noch dieser Fehler. Stab der Tiefe. 148 Kälteschaden. 60 Frostbrandschaden für 3 Sekunden plus 30% Kälteschaden. Oh Mann, ey.
plus 22% Frostbrandschaden, plus 25% Intelligenz, 1,5% Energieregeneration pro Sekunde und 50% Wahrscheinlichkeit für minus 47% Aufladezeit. Ja. Ist wieder ein Gegenstand für die Kiste. Vielen Dank für dein Follow. Hi. Ja, und wie gesagt, das wäre schade, wenn wir das ganze Let's Play-Projekt wegen dieses Fehlers einstampfen müssten, ne? Weil ich mache das echt, echt gerne hier. Ich will unbedingt noch nach Eternal Embers. Das kenne ich noch gar nicht. Das Schlimmste wäre für mich wirklich, wenn es an meinem Charakter liegt. Wenn mein Savegame irgendwie so beschädigt ist, dass das immer wieder diesen Fehler produziert. Davon habe ich zwar noch nichts gehört, dass es sowas gibt, aber bei anderen Spielen, da kenne ich das. Habe ich da gerade eine Essenz von Prometheus Flamme gefunden? Nee. Konnte das jetzt gar nicht so schnell lesen. So, hier war noch eine Höhle. Ichthyergrotte. Oh, und dann gleich wieder so viele Magier hier. Herr des Fjords. Das wird mir jetzt gerade ein bisschen zu stressig da drin. Schon viel besser. So, Ichthyer-Relikt. Und Schützer der Tiefe haben wir auch noch bekommen. 198 Rüstung, 41% Feuerwiderstand, 21% Kälteschaden, 19% Frostbrandschaden plus 194 Energie. Ein uralter Würfel von unbekannter Herkunft. Die Rettung. So, ich glaube, mehr war jetzt hier auch gar nicht drin, ne? Nee, die Höhle ist dann auch einmal komplett erforscht. So, dann schaue ich noch kurz hier oben einmal lang, weil wir müssen ja nochmal zurück ins Dorf. Ich traue mich echt schon gar nicht mehr, die Karte zu öffnen, ne? Also wir können bis zu dem Fallensteller nach oben. Ich werde mal wieder einmal speichern hier zwischendurch. So, zack. Vielleicht hilft das ja. Und wenn es bloß für mein Gewissen ist, um mir ein gutes Gefühl zu vermitteln. Wer da? Ich bin's. Hallo? Neu in der Gegend, was? Wohl nicht wegen der Landschaft. Was willst du hier? Jagst du Wölfe? Nur sehr wenige in der Gegend. Aber wenn du zufällig Wolfsklauen hast, könnte ich sie brauchen. Wolfsklauen, ja, die haben wir in der Kiste. Wie viel braucht er denn? Ich jage vor dem Winter. Oder besser gesagt, ich lege Fallen. Ich bin mehr Handwerker als Jäger.
Aber Wölfe, zu klug, um in die Fallen zu tappen. Sie halten sich lieber an meinem Fang gütlich. Außer ich bin schnell. Nicht immer schnell genug. Ich werde mal schnell noch da oben den Brunnen aktivieren. Den sehe ich da nämlich jetzt schon auf der Karte. Und dann geben wir ihm mal die Wolfsklauen. Ne? Ich habe die unter Garantie in meiner Kiste. Aber hier war jetzt kein Karawanentreiber, ne? Ich glaube, in dem Dorf war keiner. So, die beiden Brüder haben immer noch nichts weiter zu sagen. Sie hier auch nicht. Was war denn das dann für eine Quest? Ich finde das Ichtier-Relikt. Ach so, okay. Alles klar. Ja, dann war das jetzt hier ein Weg umsonst. Wofür habe ich mich denn damals entschieden? War das der Rüstungsschmied oder war das der Waffenschmied? Was haben wir denn hier? Ein Schrein der Erfahrung? Übersehen? Ich glaube es ja. Ich glaube, wir haben den Linken hatten wir genommen. Den linken Bruder. Und das ist ja der Rüstungsschmied. Vielleicht sollte ich dann diesmal dann... Also ich will auf jeden Fall den anderen in dieser Folge... in diesem Durchgang nehmen. Ich habe doch gesagt, dass ich allein gelassen werden möchte. Hier gibt es nichts für euch. Das Tor? Warum willst du da durch? Selbst wenn du es findest, ist es seit Jahrhunderten verschlossen. Weißt du etwa nicht, dass der Ort dort oben verflucht ist? Auf diesem Pfad erwartet dich nichts außer Schnee und Tod. Okay. Das ist für mich nichts Neues. So. Wir haben jetzt, auch wieder so ein komisches Gebiet hier. Ich hoffe, dass das einmal im Kreis geht. Nicht, dass wir uns jetzt hier wieder so ein bisschen verrennen. Natürlich nicht. Was ist das hier? Ach, hier ist eine Treppe. Okay. Normannenschwert des Chaos. Viel Spaß. Der hatte eben noch keine Lust, gleich umzufallen. Der ist noch kurz stehen geblieben. So, ich glaube, da oben geht's weiter.
tauchen die denn hier immer wieder auf? Das gibt's doch gar nicht. Hier waren wir schon. Da liegt ja schon mal ein Opfer von uns. So, dann geht's hier weiter und dann müssen wir da oben... Das ist ein recht gerader Weg. Hier müssen wir dann unter dieser Brücke durch. Ja, okay. Also ich möchte die Karte jetzt wirklich so wenig wie möglich öffnen, weil ich vermute tatsächlich, das hängt damit zusammen. Ich meine, was ist uns denn da passiert in der Folge, wo der Fehler auftrat? Wir sind sehr oft gestorben. Und jeder Tod ist ja quasi auch ein Teleport. Und wir haben auch sehr oft die Karte geöffnet. Also ich habe diesen Fehler, wenn der auftaucht, auch sehr oft beim Teleportieren gehabt, ne? Dass wir in die Stadt wollten, ein bisschen Kram verkaufen und plötzlich im Ladebildschirm ist das Spiel einfach ausgegangen. Das ist so diese meiste Situation, also meiste Situation, die Situation, die wir am meisten hatten, so. Beim Rumlaufen allein. Da weiß ich noch, das hatten wir damals im normalen Schwierigkeitsgrad in Ägypten, wo ich dieses Geheimnis gefunden hatte. Da war das tatsächlich so, dass das Spiel beim Rumlaufen abgestürzt ist. Aber ich habe davor auch wieder dieses Phänomen gehabt, dass die Bodentexturen nicht angezeigt wurden. Gut, das hatten wir in der letzten Episode auch, also im Heiligtum von Nerthus. Da war das ja... Ich weiß nicht, ob das die letzte Folge war oder die davor. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das immer noch irgendwo ein Fehler ist, der nie ausgemerzt wurde. Vielleicht hatten den auch nie genug Leute, ne? Dass der... Dass der gepatcht werden musste. Kann ja alles möglich sein. Gefrorene Leichen hier. Mann. Was ist das hier? So. Man muss halt auch bedenken, das Spiel ist ja nun mittlerweile, also es geht ja auf die 20 zu, ne? Wann kam das raus? 2005? Wir haben jetzt 2023. Das sind 18 Jahre. Und ich denke mal nicht, dass der Kern des Spiels verändert wurde. Das ist immer noch dieselbe Engine. Das grundlegende Programm müsste ja immer noch das gleiche sein. Ja, es wurde geupdatet, sicherlich. Auch die neuen DLCs sind alle frischer Programmcode, könnte man sagen. Aber der Kern des Spiels ist immer noch derselbe. Wenn damals schon irgendwo was im Argen war, dann könnte das durchaus auch heute noch existieren. So, kommen wir hier... Ja, wir kommen da durch, aber hier ist nichts. Wir haben schon lange keinen Brunnen der Wiedergeburt... Ach, da oben ist einer, sehe ich gerade auf der Karte. Ich bin tatsächlich immer froh, wenn ich da die nächsten erreicht habe.
Zwergenskelette hier. Endlich. Oh, hier habe ich auch wieder ein bisschen geschlampt beim Karten aufdecken. Ja gut, kann alles passieren, ne? Die Welt ist enorm groß. Halt, da ist ein Heiltrank. Nein, 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 komm. Okay, wir werden mal jetzt erstmal hier den Höhleneingang erforschen. Auch wenn es da oben noch weitergeht. Ruinen der Dwerge. Da sind wir ja nicht durchgekommen, ne? Genau, das war ja hier. Ging das hier echt nicht weiter? Nee. Oder hier ist wieder irgendwo ein versteckter Schalter, versteckter Hebel. Das könnte hier auch so ein Rätsel sein, ne? Die beiden Statuen hier, die Feuerschalen, dass man die vielleicht entzünden muss, aber hier ist ja nichts. Also kein Schalter an der Wand, nix. So, gut. Wir haben jetzt den Brunnen der Wiedergeburt freigespielt. Ich würde die Folge dann an dieser Stelle jetzt erstmal beenden. In der nächsten Episode machen wir dann hier oben weiter und klettern hier noch weiter hoch. Und dann mal schauen, wie es da weitergeht. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch wieder fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und verzeiht mir mein Ausflippen vorhin, ne? Mache ich normalerweise nicht, aber ich war ein bisschen gefrustet. Also, wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.